Hallihallo, liebe Freunde auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei dem Talk. Heute habe ich mal ein ganz spezielles Spiel dabei. Und zwar das Spiel nennt sich Twisted Tale. Ist heute als Demo rausgekommen. Gameplay-Demo. Sieht man hier auch. Und in 2 Wochen wird es auf Steam als Demo erhältlich sein. Und im September nächsten Jahres wird die Vollversion erscheinen. Soweit, so gut. Okay, wir drücken auf Spiel starten. Achtung, dies ist eine Gameplay-Demo und so weiter und so fort. Ach ja, versteckt sind 23 Homages und Anlehnungen und bekannte Point-and-Click-Adventures. Findest du sie alle? Aber klar. Oh, ein Krimskramsladen. Das erinnert mich an früher, als Oma mich immer mit in diese Ranschligen, alles kostet nur 1 Euro. Krimskramsladen? Ranschelig? Ich verbitte mir diese Titulierungen. Verzeihung. Antiquitäten. Es handelt sich hierbei um Antiquitäten. Kostbare, seltene Einzelstücke, sorgsam von niemand anderem als mir persönlich ausgesucht und der Öffentlichkeit zum Erwerb angeboten. Gegen einen gewissen Obolus selbstredend. Ich wollte nicht unhöflich sein. Und das bedeutet nichts anfassen, nichts berühren, nichts, rein gar nichts. Gesehen wird ausschließlich mit den Augen. Verstehen Sie das? Ja, natürlich. Ausgezeichnet. Der Kerl scheint nicht gerade zu der entspannten Sorte zu gehören. Das ist übrigens die Vio. Aber anfassen lassen wir besser. Nicht, dass der gute Mann noch einen Herzschlag bekommt und ich am Ende wegen Mordes gesucht werde. Ihr wisst schon, wie im Pilot einer Streaming-Serie oder so. So, jetzt steht hier, wie man spielt. Escape öffnet Dialog zum Beenden des Spiels. Rechte Maustaste ist Inventar. Linke Maustaste ist Benutzen, Schauen. Und Dialoge mit rechter oder linker Maustaste beenden. Alles klärchen. So, weiter geht's. Ich spreche mal mit dem Händler. Schöner Laden. Haben wir zwar eben schon mal gemacht, aber wir sprechen ihn nochmal an. Es ist ein ausgezeichneter Laden. Jedes Einzelstück unter diesem Dach ist eine eigene Kostbarkeit. Ich verkaufe ausschließlich Originale. Kenner reisen von weit her, um meine Unikate zu erstehen. Das klingt beeindruckend. Zu meinen Kunden gehört die Crème de la Crème der Upper Class. Wie viele Kunden kommen so im Jahr? Naja, also man könnte sagen, nun, also mal mindestens, also... Also niemand? Der Weg ist sehr weit, die Kundschaft sehr beschäftigt. Aber Sie sagten doch eben... Was soll diese Fragerei überhaupt? Wer sind Sie? Etwa jemand vom Verbraucherschutz? Der Antikverkaufbehörde? Vom Verbraucherschutz. Genau. Ich bin hier für eine Prüfung. Ausgeschlossen. Die Vio. Ausgeschlossen. Ich habe erst kürzlich mit einer Dame dieser Stelle korrespondiert. Und? Und mir wurde versichert, dass es keinen Grund zur Beanstandung gibt. Kein Wucher, keine versteckten Mehrkosten. Ich bin ein sauberer Geschäftsmann und Sie? Ja? Eine überaus schlechte Lügnerin. Danke. Finde ich übrigens super, dass die Sprachausgabe in Deutsch ist und die Dialoge, die schriftlichen Dialoge. Sehr, sehr nice. So, jetzt sag mal, ich bin Vio. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist die liebe Vio. Ich glaube, die deutsche Sprachausgabe macht die Eva. Grüße dich. Ich bin Vio. Bitte ersparen Sie mir jetzt einen langen Monolog über Ihre Biografie. Ich möchte weder wissen, woher Sie kommen, noch warum Sie ausgerechnet hierher gekommen sind, um mir die Zeit zu stehlen. Oder beabsichtigen Sie, etwas zu kaufen? Nicht wirklich. Ich habe kein Geld dabei. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch gar nicht so recht, was ich hier soll. Sagen Sie es doch gleich. Sie haben also Philosophie studiert. Tja, knapp bei Kasse und diese ständigen Warum-Fragereien über das Hier und Jetzt, der Existenz. Ich wusste gleich, dass ich aus meinem Leben etwas Besseres machen wollte. Und warum verkaufen Sie dann alten Kram? Unterstehen Sie sich? Alten Kram? Dieser Laden ist eine Schatzkammer, ein Refugium kostbarer, antiker Einzelstücke. Wertvolle Kostbarkeiten, stumme Zeitzeugen bedeutsamer Geschichte. Also, zusammengefasst, alter Plunder. Antiquitäten aus besseren Zeiten. Jedes Unikat ist ein unumstößlich kostbares Relikt von unschätzbarem Wert. Der Erhaltungszustand meiner Antiquitäten ist sagenhaft und der Seltenheitswert unangefochten. Jedes dieser Schmuckstücke ist sehr hochwertig hergestellt worden, meist in Handarbeit.
Ist ja gut. Jeder Kenner würde vor Ehrfurcht erzittern beim Betrachten dieser unschätzbar wertvollen Sammlung. Allerdings erfordert dies entsprechende Sachkenntnis, um Alter, Originalität und Herkunft richtig einschätzen zu können, worin es ihnen offensichtlich mangelt. Okay, schaue mich noch etwas um. Ich schaue mich noch etwas um. Wenn's denn sein muss. Aber bitte nichts anfassen. Geschaut wird nur mit Augen, nicht mit den Händen. Natürlich. Nun gut. Was haben wir hier? Ein Diamantring. Ein Diamantring? Wow, das ist wirklich ein großer Diamant. Echt und echt verflucht. Verflucht? Natürlich. Originaler Verlobungsring eines Zombie-Piraten. Einmalig, selten, wertvoll. Der markante Eigengeruch ist unverwechselbar und kein Merkmal minderer Qualität, sondern ein Zeichen der Authentizität. Okay, haben wir den auch gesehen? Ah, hier liegt eine Münze. Hey, eine Münze. Zack, die hat man eingesteckt, wie in jedem Point-and-Click-Adventure. Es wird alles eingesteckt, was nur geht. Und ja. Und. Ah, das rechte Maustaste ist falsch. Ein übergroßer Pfeil. Soll wohl dafür sorgen, dass man den Tisch nicht übersieht. Nun, das ist gelungen. Echte Handarbeit. Unverkäuflich. Prospekte. Kann ich so eins nehmen? Aber natürlich. Jedoch nur eins pro Person. Sie sind gratis. Danke. Ein Kugelschreiber. Kann ich den auch haben? Nein, nur zur kurzzeitigen Verwendung, nicht zum Mitnehmen. Ich leihe ihn mir mal aus. So, okay. Wir haben doch hier noch die Münze, genau. Münze in den Kaugummiautomat. Das müsste klappen. Jetzt bloß nicht stecken bleiben. Jetzt bloß nicht stecken bleiben. Und? Juhu, ein Kaugummi. Ich bitte Sie, etwas mehr Contenance. Oh, natürlich. Yes. Yes. Die Video ist so cool. Mit der Stimme von der Eva. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal Stopp. Was mir fehlt, ist eine Speicheroption. Wenn man hier drauf geht, gibt es nur Spiel verlassen, Hauptmenü und beenden. Möglicherweise gibt es diese Option, diese Speicherfunktion, aber ich weiß nicht wo. Deswegen muss ich das nächste Mal wieder das spielen, was ich bisher gespielt habe, plus die neue Aufnahme. Okay. Wir gucken nochmal ganz kurz auf das Prospekt. Broschüre, meine ich. Ein Prospekt. Mal sehen. Da steht, A Twisted Tale, entdecke ein humoristisches Point-and-Click-Adventure, inspiriert von all den Meisterwerken, die uns damals am PC kleben ließen und weswegen wir viel zu wenig draußen gespielt haben. Voller schräger Charaktere, unerwarteter Wendungen und herausfordernden Rätseln. Hey, das klingt doch ganz nett. Erkunde zerbrochene Städte, Piratenschiffe im tiefsten Dschungel und andere unwirkliche Orte. Stehe ihr bei, wenn sie Bekanntschaft mit dem depressiven Tod macht und lass dich ein auf viele eindeutige und uneindeutige Anspielungen, Hommages und Anlehnungen an die großen Klassiker vergangener und nicht ganz so vergangener Zeiten. Moment, sie? Wer ist hier sie? Egal, scheint jedenfalls irgend so ein Indie-Game zu sein. Alles klar! So, dann sage ich mal vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt. Wir haben jetzt fast 10 Minuten voll. Lasst doch einen Daumen hoch da, einen Kommentar oder auch ein Abo. Also das Abo wäre mega geil. Abonnieren. Ist für euch nur ein Klick. Für mich ist das sehr hilfreich. Ja. Vielen, vielen Dank für euer Support. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Talk spielt ein. Computerspiel. Also, macht's gut. Tschüssi. Na? Na? Na, na. Ciao.